So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Guckt mal den schönen Pullover an, den ich von Pupsi bekommen habe, den sie bei Temu bestellt hat. Oh mein Gott, der hätte orange sein müssen mit ganz groß Temu drauf. Ich bring wieder mal den Müll raus. Was fällt auf? Wir haben drei Müllbeutel. Drei fette große Müllbeutel. Grüße an Thomas. Warum haben wir drei Müllbeutel? Wir haben auch drei Forschungen in Pokémon Go. Geht das da rein oder was? Jetzt. Thomas! Ich glaube, meine ganze Hand ist abgestorben und abgeschnürt. Wir haben drei Forschungen in Pokémon Go. Eine mit Krüppuck, eine mit Gruff und einmal schaurig schönes Ticket. Teil 3 passend dazu jeweils ein Müllsack. Der größte Müllsack, der fette mit dem Katzenstreu drin, das ist die Gruff-Forschung. Die hat nämlich mehrere Seiten. Was das aber alles ist, das zeige ich euch jetzt gleich. Wir müssen nämlich eh schon wieder in die Stadt. Da kann man ein paar Pokémon fangen nebenbei. Dankeschön an Hannes für das schaurig schöne Ticket, weshalb ich überhaupt Teil 3 machen kann. Die anderen zwei Forschungen müssten kostenlos gewesen sein. Auf jeden Fall. Ich dachte, es gibt noch eine vierte, aber irgendwie sehe ich gerade nichts. Aber es ist auch noch nicht um 10 und es hat noch nicht mal angefangen. Aber gleich um 10 melde ich mich zurück bei den Forschungen. Thomas! So, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Hinter mir seht ihr hier dieses Stromhäuschen, was natürlich eine Arena ist, weil das richtig schön aussieht. Das ist, glaube ich, der Marktplatz in Meiningen. Wenn wir jetzt mal hier auf die Forschungen gehen, ignorieren wir die ersten zwei und gehen mal bis ganz runter. Denn das ist die Hannes-Forschung. Das war das 5-Euro-Ticket, was euch jede Woche, immer am Donnerstag im Oktober, muss ich mich zusammenreißen, im Oktober eine neue Forschung gibt. Schaurig schönes Ticket Teil 3. Nächste Woche Donnerstag kommt dann Teil 4. Verwende 2 Bären beim Fangen von Pokémon, fang ein Pokémon vom Typ Geist, verwende 4 Bären beim Fangen, fange 3 Geister, verwende 6 Bären, fange 5 Geister, verwende 8 Bären, fange 7 Geister, verwende 10 Bären, fange 9 Geister, fange 11 Geister, fange 13 Geister. Ich möchte jetzt mal gucken, hier sitzt ein Geist-Pokémon und guckt euch mal den Hintergrund an. Gleichzeitig soll man ja eine Beere verwenden. Jetzt versuchen wir das zu kombinieren. Ja, mal wieder geworfen, wie Schaschlik-Gott, ne? Nicht Megis-Gott, wie Schaschlik-Gott. Guckt euch den Hintergrund an, diese verdörrte dunkle Wiese. Diese Kürbisse auf den Heuballen, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Wir nehmen mal noch eins mit. Vielleicht hier dieses Traunfugil, damit wir gleich noch eine zweite Beere benutzt haben beim Fangen. So, wunderbar. Das ist schaurig schönes Ticket Teil 3. Fang 13 Geister insgesamt, verwende so und so viele Bären, dann müssten die Aufgaben alle fertig sein. Nächste Aufgabe, nächste Quest an der nächsten Location. So, da ist die zweite Location hinter mir. Sieht aus wie bei der WWE Cage Match, Käfig Match. Guckt euch das an. Das ist ein Käfig. Wie willst du da reinkommen, wie willst du da rauskommen, weiß ich nicht. Aber guckt dir das an hier, das sieht aus wie auf der Schiffswerft. Mann, das ist auf jeden Fall, ja, auf dem Parkdeck. Wir befinden uns auf dem Parkdeck. Jetzt mal kurz hier rein und die zweite Forschung uns angucken. Und zwar, das ist die Forschung mit Krüppuck. Warum ich das in der Reihenfolge mache, werdet ihr dann am Ende sehen. Krüppuck hat nämlich auch nur eine Seite. Teil 3 hat eine Seite. Krüppuck hat eine Seite. Verdiene 1080 Staub, verdiene 1080 EP. 108 gute Würfe, 108 Curveball-Würfe, 108 Bären, 10.800 EP. Drehe 8 Stops, drehe 10 Stops. Das ist die Krüppuck-Forschung. Eine Seite. Was können wir jetzt machen? Wir können Pokémon fangen. Wir nehmen mal dieses Driftlon hier. Oh, guck dir den Hintergrund an. Oh, Juicy. Oh, Nobel. Weil das ist ein Geist. Hammer. Jetzt hebt er auch noch ab. Da muss ich mal so halten. Pass auf. Jetzt kommt er wieder runter. So halten, so werfen, so curven. Das ist ein Geist. Der ist jetzt hoffentlich drin. Das gibt EP, das gibt Würfe, das gibt Staub, das gibt alles Mögliche. Das ist die Krüppuck-Forschung. Jetzt suchen wir uns eine neue... Lichtel in der Nearby-Liste. Ich habe kein Lichtel. Das kann doch nicht. Oh, ist das weit weg. Deswegen heißt es Pokémon Drive.
So, nächste Location ist da. Wir stehen hier vor Meiningens ältestem Spukschloss. Ist natürlich ein Spaß. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Einfach ein Wohnblock, ne? Das finde ich aber cool. Denkst du, bist schon wieder im Käfigmatch. Da sind die Fahrradständer drin. Ansonsten hast du hier einfach nur so einen Block. Ein Wohnblock. Wir stehen hier unten. Und warum habe ich jetzt diese Forschung als letztes aufgehoben? Weil diese Forschung hat 3 Seiten, 3 Kapitel. Da muss ich mich ja durch die einzelnen Kapitel arbeiten, weil alles andere kann währenddessen fertig werden. Und dann kann ich euch die letzte Seite davon plus die Abholungen und Belohnungen von den anderen zeitgleich zeigen, ganz am Ende. Hier, das müsste die Gruff-Forschung sein, mit dem Pokémon Gruff drin, was dann zu Friedwuff wird. Das heißt, fange 5 Pokémon vom Typ Geist, fange 10 Pokémon vom Typ Geist, fange 15 Pokémon vom Typ Geist. Jetzt sitzt hier, wir können erstmal einen Stop drehen, dass ihr seht, wie die Stops aussehen. Die sehen halt jetzt orange aus, die sehen richtig toll aus. Willkommen zu Hause steht hier dran. Hier sitzt Lichtel. Und eben habe ich euch ja gezeigt, ich habe kein Lichtel. Das ist schon mal die Krönung. Jetzt tun wir hier mal so einen Lichtelfang tun und dann können wir eigentlich schon wieder weiterziehen. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Dann nimm halt mal eine gelbe Beere. Nimm halt mal einen blauen Ball. Ach du meine Güte. Knall das jetzt mal drauf auf großartig, damit das drin bleibt. Lichtel ist auf jeden Fall beste. Nehmt Lichtel mit, macht Lichtel Bonbons, macht euch Skelabra als Feuerangreifer, macht euch Skelabra als Geistangreifer. Da seht ihr schon. Pokédex-Eintrag auf dem Free-to-Play-Account. Was haben wir sonst noch? Wir nehmen einfach noch ein Lichtel mit, auch wenn wir jetzt keine Beere mehr haben, für mehr. So, nehmen wir das noch, machen nochmal so, curven nochmal großartig. Dann würde ich sagen, wenn die Seite fertig ist, melden wir uns zurück. Klasse, so muss das aussehen. So, das ist kein Geist-Pokémon, aber jetzt ärgere ich mich. Ich war letztens mit dem Hannes noch einkaufen. Da haben wir hier so eine Dr. Pepper geholt, beziehungsweise gebraucht für eine Mars. Haben extra die Creepy Classic genommen in der Halloween Edition. Und jetzt sehe ich, hier gibt es auf einmal Scary Cherry. Und die habe ich nicht gesehen. Die hätte auch noch besser gepasst, aber jetzt ist zu spät. Hannes, auf dich. Die nehmen wir mal mit. Was ich hier gerade gefunden habe, muss ich euch auch zeigen. Rumhocken Sachs. Das ist auf jeden Fall die Vermischung aus Englisch und Deutsch, Deutsch und Englisch, also Denglisch. Rumhocken Sachs, das waren bestimmt die Netto-Mitarbeiter selber. Die haben das hier hingeschrieben, damit die Leute sich nicht immer hierher setzen und trinken. Genialer Einfall, du. Rumhocken Sachs jetzt neu, gleich T-Shirts drucken. So, passend zu dem gelben Handy habt ihr hier diese gelbe Schaukel, die an diesem letzten übrig gebliebenen Halloween-Baum hängt. Denn der sieht richtig brutal und mysteriös aus. Wir gehen jetzt aber mal hier rein, denn wir haben jetzt die Sachen hier fertig. Da gibt es Staub, da gibt es EP und es gibt eine Pokémon-Belohnung, die wir auch abholen müssen. Da gab es auch nochmal 25 Bälle dazu. Hier das erste Gruff. Ja gut, jetzt dachte ich, ich fange es einfach mit gelber Beere, aber ich habe gar keine gelbe Beere. Er springt zweimal über den Ball. Der ist sehr sportlich, das finde ich sehr gut. Das müsste jetzt auch neuer Pokédex-Eintrag sein auf der gelben Schaukel. Nehmen wir mal mit, müssen wir auch gleich mal bewerten. Das ist neu, da weiß ich nicht. Kann der was? Kann der nix? Ist der gut? Ist der schlecht? Der hat auf jeden Fall 3 Sterne. Ihr braucht 50 Bonbons. Ich denke mal, das ist nur ein Pokédex-Eintrag, oder? Würde mich wundern, wenn der jetzt hier ein richtig heftiger Geistangreifer werden würde. So, wo ist der Rest? Wo geht's weiter? Hier, befristete Halloween-Forschung. Das ist Teil 2 von Gruff. Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Geist. Fange 10 Pokémon vom Typ Geist. Fange 15 Pokémon. Fange 20 Pokémon vom Typ Geist. Und einen Schnappschuss, aber den Schnappschuss, ja, den kann man ja... Nimmst halt hier das Ding, ne? Gehst halt hier auf Schnappschuss oder was, machst einfach ein Bild, dann müsste das theoretisch zählen, wenn du zurückgehst und siehst, dass es nicht gezählt hat. Ich werde jetzt erstmal, Pupsi ist da vorne, wir wollen jetzt spazieren gehen zum Imbisswagen. Und da können wir sogar mal das Teamplay ausprobieren, denn in den Spezialdingern bin ich jetzt bei 8 von 10 Herausforderungen beim Teamplay auf dem ersten Kapitel. Vielleicht kann man das gleichzeitig auch noch mitmachen. Vorher aber noch hier die Stops gedreht.
Ja gut, geht nicht, Beutel ist voll. Free-to-Play-Account, immer wieder Probleme. So, wir haben jetzt Essen geholt, ne? Das Teamplay haben wir vergessen, wegen dem Essen, sag ich mal. Guckt euch das mal an. Das ist das Essen. An der Tischtennisplatte. Brötchen, Chili con Carne, Wedges mit Schuhcreme, ganz wichtig. Und danke nochmal an die Zuschauer für diesen super genialen Wagenhalter. So kann Pupsi während der Fahrt ihre Affen-Cola, also die Booster-Cola, trinken. Joa, der Jonas isst so lange sein Esel auf und ich muss das jetzt nochmal probieren hier. Mit dem Schnappschuss, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich hab doch alles fertig. War das jetzt ein Wedge mit Chili con Carne? Gruff, nicht Wuff, sondern Gruff ist doch auch ein Geist. So, wenn ich den jetzt so hab und drück hier drauf, müsste das auch jetzt ein Schnappschuss sein. Jetzt hat's gezählt. Jetzt hat der Schnappschuss gezählt, das ist wunderbar. Das heißt, wir können das jetzt hier abholen. 1500, nochmal 1500, 2000, 3 Bären haben wieder eine Pokémon-Belohnung. Und kommen dann schon auf das dritte, letzte Kapitel. Hier ist wieder ein Gruff drin. Diesmal habe ich auch gelbe Bären. Das ist sehr cool, jetzt müssen wir den nur noch fangen. Er hüpft wieder über den Ball, aber nur einmal. Vielleicht ist der besser. Jetzt ein 100er, jetzt ein Shiny. Shiny gibt es noch gar nicht. Gucken wir uns kurz an. Gerade wenn das immer hier rauskommt, finde ich das eigentlich herrlich. Da ist schon eine Aufgabe fertig geworden, was ich auch gar nicht verstehe. Denn auf der dritten Seite von der Gruff-Forschung ist, mach ein Schnappschüsse von Pokémon vom Typ Geist, fange 25 Pokémon vom Typ Geist und die letzte ist, fang ein Pokémon vom Typ Geist. Wieso nach den 25 noch ein einzelnes und das einzelne aus der Forschung ist jetzt schon wieder das, was jetzt fertig ist. Noch 24 Geister und ein Schnappschuss, das kriegt man sicherlich hin. Dreh nochmal den Stop, damit ihr seht, der ist, ach na, der Beutel ist immer noch voll, schon wieder. So, das ist nicht Thomas, das ist jetzt mal Kesto. Denn der Kesto muss auch weggebracht werden, das ist wichtig, in regelmäßigen Abständen. Ich bin jetzt eigentlich fertig mit der Forschung. Ich gehe jetzt zu meinem Challenge-Tisch, Bier-Tasting-Tisch, Hannes-Gedächtnistisch, Gedenktisch, keine Ahnung. Zu irgendwas gehe ich auf jeden Fall hin. Muss euch sagen, die Aufgabe mit den 108 Bären war die dümmste Aufgabe, die ich je hatte. Du drehst 50 Stops, kriegst daraus vielleicht 2 Bären. Drehst weitere 10 Millionen Stops, kriegst vielleicht wieder eine Bäre. Das hat so genervt, immer zu diesen blöden Bären hinterher zu rennen. Jetzt müssen wir noch alles abholen, das aber gleich in Ruhe und im Sitzen. So, da sind wir angekommen. Ich sitze am Tisch, ich habe es mir bequem gemacht. Wir gehen jetzt hier rein, wir holen jetzt alles nacheinander ab. Angefangen mit der Krypuk-Forschung, weil die ganz oben steht. Ich werde jetzt auch immer den Schnellfangtrick machen. In der Hoffnung, dass er dann funktioniert. Oh, dieses Rumgekurve ist manchmal so ein Müll. Wenn du unten den Daumen drauf hast und oben alles rumschmiert und dann fällt der Ball einfach wieder runter, also weiß ich nicht. Dann wackelst du so lange dran rum, wenn du richtig geworfen hättest, wärst du wahrscheinlich schneller gewesen. Hier sitzt ein Irbis drin, okay, geh mal rein, geh mal zurück, geh mal rein, geh mal zurück. Haben mir ja angewohnt, dass ich jetzt hier die blauen Bälle immer nehmen will fürs Fangen. Das heißt, du musst dir gar keine Mühe mehr geben, du kannst einfach drauf rotzen und das meiste ist trotzdem drin. Also es ist ein Schuppet am Start, dann ist es anders. Schuppet hat mich so genervt, weil der einfach immer überall hingeht. Ich müsste eigentlich auch alle Pokémon, die hier rauskommen, bewerten. Weil die können ja gut sein, die können ja gut sein. Aber ich werde jetzt erstmal alles fangen. Muss mir nur merken, dass es irgendwo beim Traunfugil angefangen hat. Fangen wir einfach alles weg, geht's schneller, bewähren es dann am Ende, als wenn wir das jetzt ganz normal machen. Hier noch ein Driftlon drin und das heißt, ganz am Ende ist dann wahrscheinlich das Krypuk, was auch shiny sein kann. Stellt euch mal vor, da wäre jetzt ein Shiny drin. Nein, es ist kein Shiny, es ist 877. Damals hatte jeder nur ein Krypuk. Wenn man da Glückstausch machen wollte, da musste man schon aufpassen, keiner wollte seins abgeben. Hat man gehabt, hat man nicht mehr gehabt, jetzt ist alles egal. So, Krypuk kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Falls ihr Glücksfreund werdet, ich habe nichts. Lohnt sich also gar nicht mit mir zu leveln. Hier ist noch ein Gruff drin mit 416.
Machen wir auch schnell einen Ball drauf. Da hätte ich jetzt eigentlich eine gelbe Beere nehmen sollen. Schaurig schönes Ticket Teil 3. Das ist die Hannes-Forschung. Da müssen wir mal die Bälle dazwischen abholen. Hier ist noch ein Sonderbonbon drin. Und jetzt hier die restlichen Encounter. Paragoni. Paragoni gibt es ja neu als Shiny. Vielleicht ist hier ein gutes Paragoni noch drin. Shiny Paragoni aus dem Ticket wäre auf jeden Fall edel. Gewöhn dir mal an, weiter zu werfen. Das ist nicht drin geblieben. Da müssen wir nochmal fangen. Nochmal ran, nochmal drauf. Mit großartig dürfte das sein. Okay, jetzt hat es uns hier rüber geschmissen. Ihr seht ja eigentlich anhand des Fortschritts von der Level 43 Aufgabe, ob das Pokémon gefangen ist oder nicht. Ich habe auch ein Video gemacht zum Level 41, ich habe ein Video gemacht zum Level 42, ich habe ein Video gemacht zum Level 43. Es ist aber immer zu so viel los, ich konnte es noch nicht hochladen, das wird alles nach und nach kommen. Habe auch noch ein Video, da ist auch noch was vom Main Account dabei, das wird auch noch kommen. Also ja, Material habe ich genügend. Im Normalfall hätte ich wahrscheinlich jede einzelne Forschung in ein Video gepackt. Jetzt muss ich schon alle Forschungen in ein einzelnes Video packen, damit ich einfach mit dem anderen Zeugs hinterherkomme. Morgen ist es schon wieder, wie gesagt, Raid-Boss-Wechsel. Ich habe das hier alles am Donnerstag direkt aufgenommen. Ich werde gucken, wenn Freitag Raid-Boss-Wechsel ist, dass ich dieses Video vielleicht am Samstag hochlade, dass das nicht so lange dauert. So, das ist die letzte Seite. Ich kriege 2 Brutmaschinen vom schaurig schönen Ticket. Noch ein Paragoni drin. Schmeißen nochmal hier drauf. Ist es drin? Es ist drin. Alle Halloween-Sachen sind jetzt fertig. Wir gehen jetzt nochmal hier rein. Gucken nochmal kurz hier runter. Und ich glaube, dieses Traunfugil ist das erste, was jetzt aus der Forschung kam. Wir werden also nur die aus der Forschung jetzt mal durchbewerten, dass ihr seht, ob da noch was Gutes dabei ist. Vielleicht ein 100er. Hier ist der 14, 14, 13. Das sieht ganz gut aus. Das Lichtel ist okay, aber selbst wenn 15, 10, 15. Sieht eigentlich gut aus, aber irgendwie weiß ich nicht. Selbst wenn jetzt hier ein 100er dabei wäre, könnte ich es wahrscheinlich fürs Video kurz mal hochhalten, mich 10 Sekunden freuen und danach müsste ich es auch verschicken. Ich habe keinen Platz. Ich wollte die Pokémon-Box erweitern, aber da ich jetzt immerzu einen vollen Beutel hatte, jetzt schon wieder am Limit bin, der Beutel ist schon wieder voll, werde ich weiterhin den Beutel erweitern, den Item-Beutel. Ich bin bei 700 Platz. Ich habe jetzt schon wieder 100 Coins. Noch 2 Tage Arena sitzen. Also ich kann ja nicht drehen. Der Beutel ist ja voll. Wichtig war für den C-Day, dass die Pokémon-Box ein bisschen Platz hatte. Jetzt ist es nicht mehr so tragisch. Nächstes Seeder ist nämlich nicht so wichtig. Praktibalk war cool. Felino ist nicht so cool. Das heißt, ich werde weiterhin erstmal die Items hochziehen. Habt ihr was Gutes bekommen? Habt ihr das schaurig schöne Ticket? Wie fandet ihr die Belohnungen aus Teil 3? Habt ihr die anderen 2 Forschungen gemacht? Habt ihr da was Gutes gehabt? Habt ihr schon einen Shiny Paragoni? Habt ihr einen 100er Gruff bekommen? Oder wie das heißt, schreibt es mir in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.